willkommen heute im Podcast-Interview. Marius Melinski ist 29 Jahre alt, er hat seit 2011 macht er Videos. Er hat als Musikstudent angefangen, hat dort Musikvideos produziert, hat jetzt eine Medienproduktionsfirma, macht hauptsächlich Eventfilme und sogar fürs ZDF. Die Heute-Show macht er die Einspieler. Er hat schon an einem eigenen Film mitgewirkt. Er hat ein Team mit insgesamt 6 Leuten und hat jetzt sogar eine neue Marke kreiert. Das nennt sich die Super Steady. Das ist die Gimbal-Crew. Dazu kommen wir gerne später noch drauf zu, was das genau ist. Ich bin gespannt und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hi. Ja, danke schön, dass ich da sein darf und hallo. Hi, fangen wir direkt an. Persönliches Ausrüstung, Marketing sind so die Überbegriffe. Zuerst Persönliches, wenn dich jemand fragt auf der Straße, der dich nicht kennt. Sag mal, Marius, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Oh, finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich finde, Filmemacher klingt immer sehr hochgestochen, ist aber eigentlich der schönste Begriff, den es irgendwie für das gibt. Tatsächlich, die größte Antwort ist meistens Medienhure. weil wir ja doch irgendwie alle eigentlich Film machen wollen, aber dann ruft irgendwie irgendjemand an und will einen Imagefilm haben und du weißt im Vorfeld schon, boah, das wird richtig grauenvoll, aber dann macht man es halt trotzdem, weil man halt irgendwie das Geld braucht. Von daher, ich sag's mal, eine filmmachende Medienhure. Okay, sehr cool. Das ist sehr cool, weiß ja auch jeder, was gemeint ist. Du wirst einfach ausgenutzt bis zum Letzten und einfach alles noch für Geld, ja. Was würdest du denn sagen, wann du mit Videos genau angefangen hast? Du hast gesagt 2011, was mit Musikvideos, was war so der Point, wo du gesagt hast, das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, da fing es eigentlich an? Ja, das war eben 2011. Also ich habe immer halt schon früher irgendwie mit dem Camcorder von meinem Dad und so einen Quatsch gefilmt. Aber 2011 habe ich einen Filmemacher auf Vimeo entdeckt, der auch so mit Bands unterwegs war und so. Und ich habe damals selbst in einer Band gespielt und das war dann alles total geil. Ich habe mich dann halt gefragt, so, warum sieht das bei dem so verdammt gut aus? Und dann habe ich irgendwie so halt geschaut, was nutzt er, und habe mir einfach die komplette Ausrüstung nachgekauft, die er hatte. Ohne irgendwie zu wissen, was ist eine Blende oder sonst irgendwas. Ja. Und mein Vorteil damals war, dass meine Freundin zu der Zeit so eine Hobbyfotografin war und sogar eine echt gute. Und die konnte mich dann ziemlich schnell so in die grundlegenden Dinge einarbeiten. Und irgendwie ist halt echt krass, weil für mich hat sich an dem Tag, wo ich die Sachen, meine Canon 7D damals gekauft habe, echt so alles auf den Kopf gestellt, weil ich von heute auf morgen nichts anderes mehr gemacht habe. Und ich habe auch sofort mein Musikstudium geschmissen, habe gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie in die Richtung gehen. Okay, cool. Bin entsprechend auch von Freiburg, wo ich ursprünglich herkomme, dann nach Köln gezogen, weil ich gesagt habe, da gibt es Medien, da muss ich hin. Und habe wirklich alles andere liegen lassen. Also relativ rücksichtslos zu der Zeit, auch so alle Freunde und Hobbys und so einfach. So gesagt, sorry Leute, ich habe jetzt ein größeres Ziel, ich muss leider weg, es geht nicht anders. Genau, und so hat das bei mir angefangen, dann echt ziemlich verbissen von Anfang an. Und dementsprechend, glaube ich, auch eine relativ schnelle Lernkurve am Anfang gehabt. Sehr cool, wunderbar. Was gefällt dir denn an der Videografie am meisten? Ich finde, es ist teilweise so eine riesige Belohnung dahinter, wenn man irgendwie einfach was kreiert. Und ich weiß noch, ich habe früher viel geschnitten, inzwischen haben wir eine Cutterin, da schneide ich jetzt weniger selbst. Aber wenn man was shootet und man weiß noch nicht so richtig, funktioniert das wirklich, was ich mir vorstelle, und man sieht es dann später im Schnitt und denkt sich, boah geil, das sieht richtig gut aus und das ist wirklich schöner als gedacht noch. Und diese Art von Belohnung, die finde ich wirklich schön, und ich weiß nicht, ob man die anderswo auch so hat. Oder auch blöde Beispiele bei Hochzeitsfilmen, wenn man dann irgendwie das Paar einlädt und die gucken das an und die heulen oder so. Und man denkt sich so, geil, so eine direkte Belohnung kriegt man ja nicht immer. Klar, wie gesagt, es gibt auch viele Jobs, die sind einfach kacke, kann man nicht anders sagen. Da ist dann so, ja, macht man es halt, weil man es macht. Aber ich glaube, wir führen alle ein ziemlich privilegiertes Leben damit in dieser Szene, dass wir was machen, was wir wollen. Ich glaube, fast jeder, der in der Branche tätig ist, will das machen. Und ich finde das immer wieder krass, wenn ich mich an so meine Festanstellungszeiten im Zivildienst zurückerinnere. Das war Horror. Und jetzt so wirklich der eigene Chef zu sein, kann kacke sein, aber ist insgesamt einfach total geil. Vor allem hier mit Freunden im Büro mehr oder weniger abchillen jeden Tag. Es ist schon extrem privilegiert. Also es war jetzt eine sehr umschweifende Antwort auf eine Frage. Ich finde alles geil, glaube ich. Wenn ich jetzt jemand anders frage, der schon ein Video von dir gemacht hat, lassen hat, was würde der mir sagen, was deine Videos so besonders machen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die besten Videos der Welt machen. Ich glaube, das ist einfach... Das ist einfach so, ja. Das ist okay. Nee, das ist, kann ja gar nicht so sein. Ich behaupte einfach mal, dass... Und das höre ich auch immer wieder von Kunden und so. Es macht halt auch Spaß, mit uns zu arbeiten. So gerade am Set und so, haben es auch gestern wieder gehört, es war halt ein 15-Stunden-Tag. Und irgendwie heißt dann am Ende immer so, ja, ihr bleibt so entspannt und seid so locker und irgendwie cool. Und das sind halt häufig sind unsere Kunden, die dann später noch ein Bier mit uns trinken wollen. Und ich glaube, das ist auch in 95% der Fällen wichtiger als jetzt nur das Endprodukt.
Weil die Kunden, die wir haben, die können sich darauf verlassen, es wird gut. Und wenn es dann am Set auch noch cool ist und irgendwie die Kommunikation Spaß macht, ich würde sagen, das ist durchaus einer unserer Selling Points. Sehr cool. Dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal, was du selber für dich sagen würdest? Also ist jetzt das Bierchen danach oder? Ja, aber es sind halt die Sachen, die man eigentlich nicht nach außen stellen will. Zum Beispiel kann ich sagen, wir sind halt fucking hart im Nehmen. So, du kriegst uns halt irgendwie nicht kaputt gemacht. Aber das ist ja nichts, was man dem Kunden sagen will. So, mach mit uns, was du willst. Benutz uns! Genau. Ich denke, wir sind so ein bisschen die Premium-Crew, die auch aus beschissenen Situationen noch was Cooles rausholen kann. Das ist vielleicht wirklich wichtig, auch gerade wenn man für TV-Sachen arbeitet. Da muss einfach aus dem Minimalsten das Maximal rausgeholt werden. Und ich glaube, das können wir ziemlich gut. Wie bildest du dich denn weiter? Also ich gucke super viel YouTube tatsächlich. Also irgendwie nicht unbedingt nur zu Weiterbildungszwecken, aber auch, weil ich finde, da ist so viel Halbwissen unterwegs und so viel Bullshit und der hilft auch manchmal weiter. So, okay, das nicht. So will ich nicht. Wir haben hier ein riesen Bücherregal, wo jeder, als wir hier eingezogen sind, so seine komplette Fachlektüre mitgebracht hat. Da kann man auch drin rumstöbern. Und wir wollten jetzt letztens mal diese Masterclass-Reihen, die es gibt, wollten wir uns mal reinziehen. Haben wir bisher nicht gemacht. Ansonsten haben wir noch den Inner Circle von Shane Horbert, wo wir immer wieder reinstöbern. Das ist auch ziemlich cool. Und ich hatte auch mal überlegt, in Workshops zu gehen. Habe ich bisher aber tatsächlich noch nie gemacht. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Der Dreh. Also irgendwie sind ja eigentlich die Erinnerungen, die bleiben, vielmehr das Drumherum. Also ich habe selten irgendwie den geilen Shot im Kopf, sondern eher so, wie der Shot entstanden ist. Und sie ist, boah, weißt du noch, wie wir da hingen, irgendwie bei minus 26 Grad in St. Anton, komplett eingeschneit und was weiß ich nicht was. Das sind ja die Sachen, die bleiben, finde ich, viel länger als das Bild, was dabei rauskam. Ist auch cool, aber deswegen für mich dieser Name vom YouTube-Channel mit dem Often Adventures, da geht es ja auch drum. Es geht eigentlich um das Erlebnis, um das, was dahin führt und nicht nur um das, was da hinten rauskommt. Was machst du denn in deiner Freizeit, um von diesem ganzen Kälteschock wegzukommen? Ja, Freizeit. Dieses ominöse Ding. Also ich liebe das Reisen, nur man kommt halt überhaupt nicht dazu. Das heißt, meine Freizeit besteht meistens darin, irgendwie mit der Freundin was zu unternehmen. Und für mich ist das, das habe ich auch damals gesagt, als ich mit ihr zusammengekommen bin, für mich heißt Freizeit, ich will eigentlich nur auf der Couch mal durchatmen können und mal irgendwie zu relaxen. Aber wenn sie was machen will, ich bin immer dabei. Ich sage selten nein, aber in der Freizeit bin ich auch selten der Typ, der sagt, komm, jetzt gehen wir mal noch irgendwo hin, weil ich bin dann echt, wir erleben echt viel in unserem Beruf und dann heißt Freizeit für mich eigentlich gerne auch mal durchatmen. Sehr ehrlich, aber, finde ich sehr cool. Ja. Aber wenn sich die Möglichkeit gibt und meine Freundin ist Gott sei Dank auch sehr pushy, also die will auch immer weggehen und so und ich bin auch immer dabei, aber die Zeit ist echt, echt gering. Also ich hatte letztes Jahr, glaube ich, 6 Tage ohne Arbeit und das ist halt, da bleibt halt nicht viel irgendwie mit keine Ahnung, jeder geht nach Bali oder Australien und so und mein Urlaub war letztes Jahr Belgien. Das ist doch auch nicht schlecht, ja. Ist auch schön. Ja, auf jeden Fall. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Gute Frage und eine Frage, die ich mir in letzter Zeit auch häufig stelle. Nicht in Köln auf jeden Fall, das ist das Ding. Ich will raus aus Köln wieder. Ich bin irgendwie jetzt schon ein paar Jahre hier und langsam ödet es mich ein bisschen an, muss ich echt sagen. Okay. Auf jeden Fall immer noch im Film, das definitiv. In 10 Jahren bin ich Ende 30, da macht der Rücken vielleicht nicht mehr so krass mit. Vielleicht ein bisschen mehr in der organisatorischen Rolle und so ein bisschen wirklich Supervising. DOP-mäßig wirklich nicht mehr die Kamera führen, sondern eher anleiten. Ich glaube, das ist was ich immer noch gerne machen würde. Vor allem Joscha entwickelt sich immer mehr so in die Regierichtung. Ich glaube, dann könnten wir in 10 Jahren auch ein ziemlich dickes Team sein. Und hoffentlich nicht dicke Bäuche, sondern nur dickes Rind. Ja, wenn du natürlich mit jedem Kunden immer ein Bierchen trinken musst, wird schwierig. Wird schwierig. Cool, ja, nächste Thema, Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Du hast vorhin erzählt, im Dings mit der 7D war das, glaube ich, ne? Genau, ich hatte die Canon 7D und die habe ich auch die ersten 4 oder 5 Jahre ziemlich durchgerockt. Hab dann damals so die ganzen klassischen, ich glaube, was jeder DSLR-Anfänger hat. Man hat natürlich irgendwie so ein bescheuertes Rig, was rückblickend total scheiße war. Diese komischen blauen Billig-Dinger. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass jedes Equipment, was man sich holt, seine Sachen noch besser macht. Auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie man damit umgeht. Dann holt man sich eine Glidecam und holt sich dies und das und jenes. Und ja, wirklich besser war es dann dadurch auch nicht.
Sehr cool, das stimmt auf jeden Fall. Kann ich nur unterschreiben, was ist so. Ich habe mir damals auch für, ich glaube, 60 Euro oder was, so eine Glidecam geholt und das Ding war so kacke, das hat überhaupt nicht, also das Ausbalancieren hat bis heute nicht funktioniert. Und ja. Geil. Welche Ausrüstung hast du jetzt? Ich sehe im Hintergrund hast du den Ronin 2, glaube ich, ist das, ne? Nee, das ist ein Mavic Pro. Ich kann nicht mal darüber schwenken, aber das sehen da natürlich die anderen nicht. Also wir haben da von gestern erstmal alles hingeworfen, das sieht jetzt gar nicht so viel aus. Wir haben zwei Panasonic EVA Ones und das sind eigentlich auch die Kameras, mit denen wir versuchen, alles zu machen, was irgendwie geht. Also wir mieten inzwischen relativ selten an, außer es ist wirklich explizit gewünscht. Aber wir haben halt auch noch irgendwie, ich glaube, wir haben hier in-house 5 GH5en und irgendwie nochmal 3 GH4en und GoPros und Sony AX100s ohne Ende. Also ganz viel Kleinkram. Aber unsere Hauptpferde sind eben die EVAs. Aber Eva, das ist auch die Kamera, die mich sehr interessiert, weil viele sagen ja, du musst ja eine WET haben oder du musst eine C200. Der, zum Beispiel Mike Sominski sagt, er ist jetzt auf FS5 Mark II. Steht er so. Was ist denn für dich so die Eva? Was macht die denn für dich so besonders? Also die FS5 hatte ich mal benutzt, um das vorwegzunehmen. Es war ein langer Prozess zu überlegen, welche Kamera holt man sich, wenn man in dieses höhere Level kommt, genau, sag ich mal. Ja. Und ich hatte die FS5 Mark I war das aber, glaube ich, mal benutzt als A-Kamera und die GH4 mit einem Videoassist als B-Kamera. Und das Ergebnis von der GH4 hat mir wesentlich besser gefallen als das von der FS5. Wo ich krass. Dann schon dachte, okay, der interne Codec fand ich einfach grauenvoll. Und dann ist wieder klar, okay, man muss irgendwie extern recorden. Und das fand ich damals ein bisschen blöd. Und bei der EVA, das Schöne ist, erstens, die ist halt sau klein und sau leicht mit 1,2 Kilo. Das fand ich schon mal sehr sexy. Den EF-Mount fand ich auch sehr sexy, weil wir halt alles auf EF-Linsen haben. Dual-ISO finde ich auch super genial. Und auch wenn wir am Anfang alles extern recorded haben letzten Endes, habe ich jetzt in den letzten Monaten gemerkt, das muss man bei der EVA gar nicht. Der interne Codec ist so krass gut, dass man halt wirklich eine ganz kleine Kamera haben kann, die trotzdem halt saugeile Ergebnisse liefert, was das Bild angeht. Die hat natürlich auch ganz klare Nachteile. Der Viewfinder ist eine Beleidigung für jeden, der schon mal was in der Hand hatte, was eine Kamera ist. Und das werfe ich Panasonic auch wirklich hart vor. Ich hatte auch letztens Vertreter von denen getroffen und der meinte auch so, ja, sorry, ich kann nichts dafür, ich weiß, der Viewfinder ist scheiße. Echt, wuh! Und was halt natürlich schade ist, ist der Autofokus. Wir hatten irgendwann mal die C200 getestet auf dem Gimbal eben und da Face-Tracking ist genial. Also da glaube ich auch wirklich liegt eine große Zukunft drin und ich denke, Fokuspuller werden in den nächsten 10 Jahren so schon wahrscheinlich eine Reduktion feststellen, weil ich glaube, das kann nicht mehr lange dauern, bis das wirklich auch in den Profimarkt sich etabliert. Ja. Wir hatten das Problem nämlich eben, als wir den Spielfilm letztes Jahr gedreht haben für ZDF. Man will natürlich dann irgendwie mit einer Blende 2.8 drehen und so. Dann hat man einen Schauspieler, der sich so ein bisschen bewegt. Das kriegt man ja nicht. Das ist ja nahezu unmöglich. Ja, so ein schöner Dual-Pixel-Autofokus, der zieht dann natürlich mit. Das ist natürlich cool, ja. Das stimmt. Ja, cool. Jetzt glaube ich mir. Das Geile ist, bei jedem Interview frage ich immer so, was ist so deine Kamera, was willst du noch haben und so. Und jeder sagt mir was anderes. Das ist so krass, weil eigentlich machen wir alle den gleichen Job, aber jeder will irgendwie was ganz anderes haben. Das ist schon, und die Eva finde ich auch von den Specs alleine, wenn ich die Datenblätter vergleiche, finde ich die eigentlich mit am interessantesten. Die ist nur nicht bei jedem so präsent. Nee, ich glaube, das große Problem bei der EVA war, dass die ein bisschen zu spät auf den Markt kam und dadurch auf dem Papier nicht genug Neuerungen mitgebracht hat. Ja. Wenn die jetzt zur gleichen Zeit wie der FS7 rausgekommen wäre, dann wäre das, glaube ich, ein ganz anderes Game gewesen. Aber man muss auch sagen, die war am Anfang sehr teuer für das, was sie bietet auf dem Papier. Und jetzt nach anderthalb Jahren gab es ja diesen krassen Preisdrop, ich glaube, um irgendwie 30% oder so. Okay. Und ich denke, dass ist auch nochmal wesentlich interessanter als für viele dadurch. Stimmt. Welches Programm nutzt du denn zum Cutten-Editing? Wir sind komplett auf Adobe. Mhm. Wir hatten uns irgendwann mal auf Final Cut angeschafft, weil ja Final Cut aktuell nur ProRes RAW schafft und das 5.7K RAW von der EVA kann man ja nur auf ProRes RAW aufzeichnen. Deswegen haben wir das mal gemacht, aber dann irgendwie nur einmal was reingeworfen und dann nie wieder benutzt. Also ich habe auch mit Premiere quasi angefangen, als ich es ernst genommen habe. Davor hatte man irgendwie so eine gecrackte Version von Magix Video Deluxe oder so. Voll das geile, gecrackte Version, das kostet nur 99 Euro, das Originalprogramm eigentlich. Oder meinst du jetzt diese X-Version, diese 1000 Euro Version, diese High-End? Naja, welcher 15-Jährige hat 99 Euro auf dem Konto liegen? Ich damals nicht. Ja gut, okay, stimmt auch wieder, ja. Ja, aber Magix, damit habe ich auch angefangen, ja. Naja, ist lustig. Aber ich hatte eben soweit ich denken kann, eigentlich mit Premiere geschnitten und
bin da inzwischen, würde ich auch sagen, ziemlich schnell drin. Aber ich, wie gesagt, ich schneide eigentlich total ungerne. Deswegen bin ich froh, dass ich das immer mehr abgeben kann. Das ist doch cool, ja. Sehr cool. Was, hast du noch irgendwas auf deiner Wunschliste, was du denn noch kaufen möchtest? Ja, alles. Ich meine, die Bude bei euch sieht ja mega voll aus mit schon Zeug. Was soll denn da noch kommen? Ja, also im Moment ist auch echt okay, muss ich sagen. Also wir haben jetzt auch mal gesagt, dass wir so ein bisschen, wir sind halt alles Leute, wenn wir Geld haben, geben wir es gerne aus. Mhm. Und das finde ich auch in vielen Fällen okay, weil als Firma in Deutschland Geld zu verdienen, macht steuertechnisch eh keinen Sinn. Aber es kommt darauf an, unnötigen Bullshit zu kaufen, ist halt einfach blöd. Und deswegen sind es jetzt eher so Sachen, die den Workflow erleichtern. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie eine neue Kamera oder sonst irgendwas, sondern wir gucken jetzt gerade, okay, wie ist es bei Jobs, wo wir irgendwie zwischen Gimbal und Stativ häufig hin und her switchen müssen, wie kriegen wir den Umbau am schnellsten, welche Parts brauchen wir, um super schnell von A nach B zu kommen. Und solche Sachen stehen bei mir gerade viel auf der Liste. Und ansonsten große Anschaffungen, vielleicht mal Cineprimes wäre mal eine Idee, aber das ist auch eher so Wunschdenken. Das ist ehrlich gesagt nicht nötig, die mietet man einfach, wenn man sie braucht. Das ist so, ja. Von diesen riesigen Objektive, das ist, ja. Ich hatte mit, du kennst du wahrscheinlich, kommt auch aus Köln, Daniel Slotin mein Interview, und der hat mir erzählt, er hat sich in Dubai so ein anamorphes Objektiv, das hat irgendwie von Ingenieur, das hat irgendwie, glaube ich, 50.000 oder 150.000, ich weiß, super teures, nur das Objektiv, wo ich mir denke, das wäre mir, glaube ich, viel zu schade, wenn ich das von A nach B schleppe, dass das dann auch wirklich heile ankommt. Ja, ja. Und das ist ja echt. Ja, Lebensversicherung, ne? Ja, lustig, mit dem Daniel hatte ich tatsächlich mein erstes Praktikum hatte ich damals bei Street Cinema, als ich nach Köln gezogen bin. Echt cool. Das war mein erstes Filmpraktikum damals, genau. Und der Daniel war da ja noch Cutter zu der Zeit bei Street Cinema. Ich weiß gar nicht, ich glaube inzwischen, das wäre auch so eine One-Man-Crew, wenn ich ja, das... Ja, jetzt heißt er nur noch, der hat jetzt nur noch Daniel Slotin quasi als Name, als Firmenname, als Firmenlogo. Er macht das ja auch alles alleine. Also er hat mir erzählt, er hat, genauso wie du, Workaholic, der filmt das alles alleine mit seinem Ronin und alles und seine Ari hat er, glaube ich, jetzt... Und dann ist er den ganzen Tag da unterwegs und dann sitzt er abends im Hotelzimmer und fängt dann an zu cutten. Also das ist dann schon hardcore, wo ich mir denke so, wow, krass, da ist schon viel, viel Arbeit dahinter, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Mit dem Schnitt und mit dem Dreh, wie viele Tage berechnest du denn, wenn du jetzt ein Event zum Beispiel gefilmt hast und sagst jetzt dem Kunden, wie viele Tage braucht, muss er warten, bis er das Produkt hat? Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Kameras im Einsatz sind. Also ich sag mal, bei einem Drehtag mit einer Kamera sind es auf jeden Fall 3 Schnitttage. Das heißt mit Sichten und Schneiden. Dann pro Kamera kommt auf jeden Fall nochmal ein Sichtungstag dazu. Das ist so die grobe Rechnung. Aber je nachdem, wenn es dann irgendwie ein krasser Effekt, Hascherei, Schnitt ist oder sowas, ist natürlich was anderes, als wenn es jetzt irgendwie ein Hochzeitsfilm ist. Und natürlich funktioniert auch ein szenischer Dreh anders als ein Eventdreh. Aber ich denke mal, eben pro Drehtag 3 Tage plus Eintrag. Ein Tag pro Kamera. Entschuldigung, ich bin echt müde. Ich spreche sonst besser. Das ist ja cool. Also nochmal für alle, die das nicht wissen, wir haben den Podcast, das Interview ein bisschen nach hinten verschoben, weil er erst heute Nacht um 1:30 zu Hause war und hatte gestern Abend noch gedreht und deswegen, Nachsicht ist... ich kann das ja ein bisschen Retusche machen nachher mit dem Video. Ja, also schön weiche zeichnen. Genau. Alles rausnehmen, wie man das halt immer so macht, ja. So Beauty-Session, naja. Tatsächlich hatte ich das letztes Jahr bei einer Hochzeit, ich habe einen schönen Film danach gemacht, ne, und dann hat die Braut mich gefragt, die war bestimmt 40, ob ich nicht einen Filter anwenden kann, dass sie aussieht wie 20. Ja klar, logisch. Ne, ich so, ja, einmal durch Snapchat jagen, das ganze Ding, was gut ist. Wird dann allerdings nur 30 Sekunden Film, aber ist egal, kriegen wir schon hin. Ah ja, die Vorstellungen sind schon echt cool, ja. Ja, kann man ja bei Foto auch machen, wieso? Ja, aber ich denke mal, dieses, das wird noch kommen. also, Effizienz, Effektivität, hast du dir irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, in meiner Zeit, jetzt habe ich so viel gelernt, wie ich schneller geworden bin. Du hast jetzt gesagt, das Cutting hast du komplett abgegeben. Und jetzt hast du gesagt, okay, ist es für dich effektiver, wenn du dich auf einen Teil des Videodrehs konzentrierst? Oder was würdest du da sagen? Ja, also... Um es zum Schnitt schon mal zu beantworten, was da die produktivste Variante ist, Internet ausmachen. Das finde ich schon mal super wichtig, weil man lenkt sich ja so schnell ab irgendwie. Man ist in den Social Medias gefangen oder sowas. Also Handy am besten irgendwie in einen anderen Raum platzieren. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Und wir haben bei allen unseren, also wir haben einen großen Schnittrechner, den wir so uns alle teilen, weil er die meiste Power hat. Und jeder hat ja noch einen Schnitt-MacBook. Und auf diesem Schnittrechner sind halt auch alle
Browser-Inhalte, die irgendwas mit Social Media zu tun haben, geblockt. Sprich, man kann da faktisch nicht sich ablenken, sondern nur, wenn man irgendwas googeln muss oder so, kann man das machen. Das finde ich schon mal super wichtig. Ansonsten, mega wichtig ist auf jeden Fall Aufgaben abgeben, lernen. Das ist denke ich, super schwierig, gerade für alle Leute, die wie ich und Joscha auch so aus so einer Man-macht-alles-alleine-Ecke kommen. Mhm. Weil man natürlich auch so ein Gefühl von, ich kann alles besser. So, und ich weiß, wie ich es haben will, Mentalität entwickelt. Und es ist super schwer, das abzugeben, finde ich auch immer noch. Also selbst Steuern, so ein Thema, was ich hasse wie die Pest, denke ich immer noch so, ja, obwohl ich eine Buchhaltung habe, denke ich mir oft so, soll ich es nicht lieber selber machen? Also es ist total dämlich und das muss man echt einfach lernen, das abzugeben. Gerade am Set ist das super wichtig, klare Rollen zu haben. Und wenn man das lernt abzugeben und dann auch sieht, dass es einfach besser funktioniert, weil man sich mehr auf seinen eigenen Bereich fokussieren kann, das ist, glaube ich, ein Gewinn für alle. Sehr cool, ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so sagen. So, sind wir eigentlich durch damit. Marketing wäre die nächste große Hürde, wo du ja wahrscheinlich als CEO von deiner Firma aus sagst, oh, Marketing, da müssen wir leider auch ein bisschen was machen. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger gerade so am sinnvollsten? Oh, für Einsteiger? Schwierig, also wir sind ja selber gefühlte Marketing-Einsteiger. Marketing ist so ein Ding, was man immer glaubt, man kann es nebenher machen und stellt dann mal fest, es stimmt nicht. So, ich habe dann immer so Phasen, wo ich denke, boah geil, ich mache jetzt mal irgendwie schon die nächsten 20 Instagram-Posts bereit. So, und dann macht man irgendwie 3-4 Stück, denkt sich, ja, es reicht jetzt. Und dann postet man die über die nächsten paar Tage und dann ist wieder so 2 Wochen lang Ebbe, weil man halt keine Zeit mehr hat, sich drum zu kümmern. Mhm. Das finde ich ganz schwierig. Ich glaube, es ist aber trotzdem, man darf es halt nicht vernachlässigen. Ich kann leider, wie gesagt, ich mache kein gutes Marketing, deswegen bin ich der Falsche, um da tolle Tipps zu geben. Auch mit dem YouTube-Kanal. Also ich mache das voll gerne und ich glaube, wir können halt viel weiter sein, wenn wir es häufiger betreiben würden und ein bisschen gezielter. Aber es ist halt so ein Ding, was wir machen, wenn Zeit da ist. Aber es macht er sehr gut. Also den YouTube-Kanal verlinke ich nachher auch im Podcast. Ich finde, eure Videos sind auch lustig. Also es ist ehrlich, sehr ehrlich, was ihr da erzählt. Und nicht alles so Beauty-Retusche, sondern es ist dann, das ist scheiße und das ist gut gelaufen. Also finde ich sehr, sehr ehrlich, ja, sehr cool. Ja, das war tatsächlich auch damals mein Anspruch. Also gegründet habe ich das ja eigentlich schon vor Jahren, aber wirklich tun dann doch erst seit 2 oder so, 1,5. Weil ich fand damals, als ich gesagt habe, ich will mal Reviews machen und so, hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von Technik eigentlich. Ich war sehr, sehr arrogant. aber da gab es keine deutschen Channels zu der Zeit. Und ich dachte mir so, ich mache das einfach knallhart auf Deutsch, auch wenn dann alle sagen werden, ja, Deutsch hat keine Reichweite. Weil ich dachte so, ich will gerne ein Ansprechpartner sein, weil ich früher mir immer einen Ansprechpartner gewünscht habe. Mhm. So irgendjemand, der mir Fragen beantworten kann. Mittlerweile kriege ich die Anfragen und merke dann, ich habe auch nicht die Zeit, alles zu beantworten. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber trotzdem halt diese krasse Ehrlichkeit und nicht irgendwie drumherum zu reden, sondern einfach zu sagen, ja, Film ist halt eine Sache, die besteht zu 90% aus Dingen, die schief gehen und die 10%, die geil sind, die sind halt toll. Das Marketing genau das Gleiche. Ja, und deswegen, also Ehrlichkeit ist da auf jeden Fall ein Riesending, aber ich glaube, weiß es nicht, ob vielleicht auch so ein bisschen unter USP fällt. Ich merke das halt bei anderen YouTube-Leuten, da kommen ja da Dinge sehr häufig gefaked vor und das finde ich jedes Mal grauenvoll. Und ich glaube auch, dass man als Zuschauer das irgendwann merkt. Also ja. Es gibt so ein paar Reviews zum Beispiel zu einem Produkt, was ich auch gereviewt habe. Ich lasse es mal dabei. Und alles, was ich mir von anderen angeschaut habe, die haben es alle total gelobt und super geil und bla bla bla. Und ich dachte mir so, nee, das ist nicht so. Das ist einfach, das Produkt funktioniert nicht so, wie es soll. Und dann finde ich es halt komisch, wenn man sich hinstellt und das einfach so erzählt. Weil ich glaube, ganz viele haben so ein bisschen die Erwartungshaltung von wegen, okay, ich habe das Produkt geschickt bekommen, jetzt muss ich auch was Gutes darüber sagen. Und das, finde ich, ist halt nicht so. Ich bin halt lieber der Typ, dem viel weniger Firmen Sachen zuschicken, sondern nur die Firmen, die wirklich an ihr Produkt glauben und sagen von wegen, ja, probier's doch, mach's doch, mach dich. So. Ja. Mal schauen, wie das funktioniert. Oder das wäre auch eine coole Idee, so ein Anti-Review, oder? Ja, also im Prinzip machen wir das ja schon so. Ich setze mich ja, die ersten 80% von meinen Reviews sind ja meistens nur die Sachen, die nicht funktionieren, die kacke sind. Und dann irgendwie so, ja, aber Leute, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, also das ist auch cool. Das kann man dann doch noch nehmen, ja, cool. Welche Zielgruppe hast du denn für dich definiert? Also du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du möchtest dich eigentlich mehr so auf Events konzentrieren. Und also das, wenn man anfängt mit Videos, ist das so, man will ja am liebsten alles machen, aber irgendwann stellt man fest, okay, das liegt mir mehr, das liegt mir mehr. Man muss auch gucken, damit verdiene ich mehr Geld als mit dem. Man muss ja schon irgendwie so gucken, wo geht da die Reise hin. Du hast ja vorhin gesagt, Events ist jetzt so die Reise, wo du gerne hin möchtest. Hast du da irgendwo deine Zielgruppe auch für dich selber schon mal definiert?
Habe ich das wirklich gesagt? Weil wenn ja, dann nochmal Müdigkeit. Okay. Nee, wir machen viele Events, aber es ist auf keinen Fall das, wo die Reise hingehen soll. Die Reise soll gerne ins Fiktionale gehen. Also da sehen wir uns eigentlich alle eher. Aber für mich ist so, ich glaube, wenn ich nur eine Sache machen würde, würde ich mich langweilen. Irgendwie egal, was es ist. Also ich finde es schon schön, dass diese Branche auch die Vielfalt hat, dass man eben nicht jeden Tag einfach im Büro sitzt und einer denselben Scheiß jeden Tag, jede Woche, jeden Monat macht. Jetzt habe ich ein bisschen die Frage verspielt. Entschuldigung, kannst du mal sagen? Aber warte, ich muss nochmal ab der Zielgruppe. Achso, genau, Zielgruppe. Auch da schwierig. Wir machen viel. Wir kriegen halt auch durch YouTube und so dann häufig irgendwelche Workshop-Anfragen und so. Und das machen wir auch gerne. Ich mache super gerne die Gimbal-Arbeit. Also wenn wir es irgendwie schaffen würden, dass das stärker funktioniert, dass man eine Zielgruppe hat, die halt wirklich B2B, also rein professionelle Filmleute, die wissen, wir brauchen eine Gimbal-Crew. Das ist ja kein Privatmensch, sagt, ja, ich brauche heute eine Gimbal-Crew. Das sind ja dann wirklich Profis. Ja. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ansonsten, wenn jetzt im Juni der ZDF-Film endlich released wird, hoffen wir natürlich, dass wir dadurch ein bisschen mehr auch da nochmal werben können. Darfst du den Namen verraten? Ja, der ist in bester Verfassung, heißt das. Mhm. Und wir haben auch schon irgendwie auf Instagram und so, läuft schon ziemlich viel Werbung für. Ich habe es aber tatsächlich das Endergebnis selber noch nicht gesehen. Also ich weiß doch gar nicht, ob das überhaupt irgendwas geworden ist. Kann das sein? Ich gucke es an und denke mir, oh fuck, Den kenne ich gar nicht. Glaube ich aber nicht. Also vom Dreh her war das schon alles ziemlich krass. Und wie gesagt, wenn das released ist, dann werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir da nochmal ein paar Anrufe tätigen und uns ein bisschen mehr in die fiktionale Ecke drücken können. Cool. Kundengespräche, wie bereitest du dich denn darauf vor? Ja, so klassisch, so ein bisschen stalken. Ich muss zugeben, relativ wenig, weil es meistens sind das ja Kunden, die entweder aus völlig anderen Bereichen kommen, also wir machen viel mit der Pharmaindustrie auch. Ich denke, da muss ich mich nicht großartig mit befassen, was für ein Produkt die jetzt an den Start bringen. Die wollen einfach, dass wir für die abliefern. Und das machen wir. Und ich muss jetzt nicht wissen, wir waren jetzt zum Beispiel in einer Diabetologie vor einer Weile. Ich muss nicht viel über Diabetes wissen, um den Job machen zu können. Mhm. Weil man hat natürlich eine Fachperson vor Ort und wir sind dann wirklich reiner technischer Dienstleister. Hast du dann noch eine Agentur dazwischen oder kommen die direkt auf euch zu? Nee, das ist mal mit Agentur dazwischen. Mhm. Also in dem Bereich haben wir... Doch, einen Endkunden haben wir auch direkt ohne Agentur, aber ansonsten alles agenturtechnisch. Mhm. Wo man sich mehr vorbereiten muss, sind halt Sachen, wo man wirklich mit einem Endkunden, wie zum Beispiel einem Hochzeitspaar oder sowas, ich kann kein Deutsch, tut mir leid, wo man mit einem Hochzeitspaar arbeitet halt, aber da ist Vorbereitung auch schwer. Dann heißt natürlich, man schreibt eine Mail, sagt man, erzähl mal ein bisschen was über euch und dann macht man ein Skype-Gespräch und dann quatscht man ein bisschen. Aber auch da ist es, glaube ich, vor allem wichtiger, dass die ein gutes Bild von uns haben und nicht umgekehrt. Weil, klar, es ist für uns wichtig, wir wollen nicht mit Arschlöchern arbeiten, aber wir müssen ja überzeugen letzten Endes. Und gerade bei Hochzeitspaaren, die oft Angst haben und dann kostet das so viel Geld und seid ihr dann störend, lauft ihr dann die ganze Zeit mit dicken Kameras rum und seid voll nah an mir dran und ich kann gar nicht mehr die Hochzeit genießen. Und da geht es ja dann super viel um Ängste nehmen und bei so Endkunden, die aus dem Businessbereich kommen, die wollen vor allem Kompetenz. Und viele dann eben auch eine gewisse Menschlichkeit. Also ich glaube, wenn wir da jetzt im Anzug auftauchen und irgendwie großartig erzählen von wegen, hallo, ich bin der CEO von der GmbH hier, wir machen Ihnen ein geiles Produkt, ist den meisten auch scheißegal, weil wir arbeiten ja auch eigentlich immer mit relativ jungen Leuten, also ich sag mal, immer so maximal bis Mitte 40, würde ich jetzt mal schätzen von den Leuten, mit denen wir da so am Set sind. Und denen ist halt auch wichtig, dass das funktioniert, dass die mit uns reden können, dass wir mit denen reden können. Und großartige Vorbereitung braucht das dann häufig selten. Ich gucke mir halt die Webseite an, gucke, wer ist das. Wenn das jetzt Nestle ist, dann halte ich mich zum Beispiel davon fern. Aber ansonsten will ich einfach nur wissen, sind die cool? Haben die Bock auf uns und haben wir Bock auf die? Sehr cool. Cooles Statement, ja, stimmt auf jeden Fall. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich will nicht wissen, was sie kostet, sondern einfach, wie du den berechnest für dich selbst, dass du am Ende des Tages deine Leute auch Mitarbeiter bezahlen kannst. Genau, wir haben das mal durchgerechnet, einfach anhand aller Kosten, Fixkosten, die wir haben. Mhm. Gott sei Dank, der Joscha, mit dem ich jetzt eben die Firma zusammen leite, kommt aus dem kaufmännischen Bereich und mein Bruder, der auch Inhaber der Firma ist, also Teilinhaber, der ist Unternehmensberater in der Schweiz bei PwC und der ist auch so ein bisschen die wirtschaftliche Hinterhand so ein bisschen bei uns und gibt halt viele Tipps und sowas. Sprich, ich musste mich Gott sei Dank nicht selber damit befassen, sondern habe mich so ein bisschen orientiert an dem, was sagen die Profis dazu. Mhm. Und
Genau, die hat dann irgendwie tolle Tabellen und dies und das und da musst du das noch einrechnen und geteilt durch jenes. Und ich dachte mir so, alright, Bro, alles okay. Ich berechne das, kein Thema. Ja. Ja, cool. Also du hast, denke ich mal, du hast keine Ahnung von den Tabellen. Dann machen wir einfach das nächste Thema. YouTube, wie kam es denn darauf? Du hast vorhin gesagt, du hast vorher schon mal angefangen. Und wie und warum war denn die Idee, überhaupt diesen Kanal zu starten? Genau, also so wie ich eben sagte, ich wollte so einen deutschen Ansprechpartner schaffen, den es zu der Zeit noch nicht gab. Ich meine, mittlerweile gibt es ja ein paar. Ich glaube, ich weiß nicht, ist Camera Cave der größte Deutsche? Kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen, aber auf jeden Fall Leute wie Martin und eben auch Damien und sowas. Wobei Damien ja keinen deutschen Inhalt macht, Damien ist ja Englisch. Aber zu meiner Zeit damals, als ich mir vorgenommen habe, das zu starten, gab es das noch nicht. Ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann wirklich angefangen habe, dann war das auch nicht mehr so unique. Aber eben diese Ehrlichkeit war für mich immer so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so, ich finde diese ganzen aufgesetzten Sachen sind einfach blöd. Und ich will, dass die Leute das Gefühl haben von mir, ja, mit dem Marius, dem kann man mal eine E-Mail schreiben. Und ich, wie gesagt, ich versuche auch wirklich alles zu beantworten, was irgendwie geht, auch wenn es nicht immer funktioniert. Und das war mir wichtig. Es macht mir total viel Spaß. Ich habe früher in der Schule Theater gespielt, also ich kann nicht drum herum reden. Es geht mir auch ein bisschen um den Aufmerksamkeitseffekt, keine Frage. Aber nie so weit, dass ich gesagt habe, ich mache irgendwas, um großartige Klickzahlen zu erreichen. Also der Channel ist ja auch echt lächerlich klein für YouTube-Verhältnisse. Also okay, es sind Sachen, die gucke ich mir gerne an und die werde ich auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch gerne angucken. Und wenn dann irgendwie ein paar hundert oder auch 1000 Leute mitschauen, finde ich es geil, aber ist nicht der Antrieb. Sehr cool. Also ich finde euren YouTube-Kanal echt super, müsst ihr unbedingt mal reinschauen, weil das ist sehr unterhaltsam und gerade für Filmemacher sehr interessant, weil eben auch ehrlich und auf den Punkt gebracht und wirklich cool. Und das waren eigentlich so die Themen. Ich würde gerne nochmal drauf mit deinem Super Steady. Was kann man sich da genau darunter vorstellen? Also Super Steady kam bei uns aus dem Grund, dass wir letztes Jahr Deborah gedreht haben. Ich weiß nicht, ob du das mal irgendwie gesehen hast. Das sind ja auch wahrscheinlich die Making-ofs, auf die du dich beziehst. Ja. Und da haben wir so hart gekämpft mit den ganzen Gimbal-Themen, dass wir danach gesagt haben, okay, nie wieder so ein Stress mit Gimbals. Und dann haben wir uns das Mavic Pro geholt und halt auch ähnlich wie damals mit der 7D. Ich habe mich richtig hart reinverbissen, habe gesagt, ich will das Ding beherrschen. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwie der Sklave vom Gimbal zu sein, sondern das muss umgekehrt funktionieren. Genau, ja. Und dann habe ich bei dem ZDF-Film unter anderem auch den Gimbal-Operator gemacht. Und das war halt schön, weil einfach alles funktioniert hat und ich das Ding wirklich kannte perfekt und wir super schnell im Einsatz waren. Und immer wenn ich das Leuten erzählt habe, anderen Kameraleuten, die haben alle die gleichen Probleme. Die haben alle einen Gimbal zu Hause rumstehen, aber nutzen das dann irgendwie nur alle paar Monate mal und dann funktioniert es nicht und dann verflucht man das Ding. Dann schmeißt man so eine Ecke und zeigt einen Stinkefinger drauf und lässt es da liegen, ja. Genau, exakt. Und da habe ich gesagt, das ist doch eigentlich genau die Dienstleistung, die wir anbieten können, dass man einfach sagt, wenn man das braucht und man weiß, man braucht das funktionierend, dann ruft man uns an, wir kommen irgendwie hin, machen die Shots, alles ist problemlos, alles funktioniert und dann gehen wir wieder nach Hause. Und die Leute, denen ich das erzählt habe, die haben auch sehr positiv darauf reagiert. Dann kommen wir so, ja geil, dann habt ihr noch irgendwie Funkschärfe, ja und Bildfunk, ja fett, ja gib mir mal deine Karte, dann ruf mal an. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil ich glaube, das ist eben auch ein anderes Klientel. Es sind eben Leute, die wissen genau, worum es geht, die wissen genau, was sie brauchen. Die wissen auch, dass das Geld kostet. Und wie gesagt, ist noch sehr neu. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie bisher von alleine laufen würde oder so. Ich bin gerade voll in der Akquise drin. Weil ich habe da Bock drauf. Ich finde, das ist ein cooles Thema, ich mache das gerne. Cool, ja. Und ich habe halt das Gefühl und die Hoffnung, dass das für viele Leute auch einfach sinnvoll ist. Und jeder kennt den Steadicam-Operator, den man sich zu bucht. Aber ich habe das Gefühl, bei Gimbals ist das so, dass jeder glaubt, er könnte selber und dann im Endeffekt stimmt das aber halt nicht. Ja, Gimbals, ich bin auch schon, ich filme Hochzeiten auch mit dem M, habe ich schon gefilmt ganz oft. Und der ist mir auch schon mal abgekackt, einfach während ausgegangen oder die Kamera dreht sich auf einmal weg und so. Hast du den Ronin S schon mal ausprobiert? Ich hatte den nur einmal auf der Fotokina in der Hand und fand den so dermaßen schwer, dass ich mir dann dachte, so, dann brauchen wir auch keinen Einhand-Gimbal mehr. So, dann kannst du aber gleich irgendwie ein Zweihand-Gerät dir holen. Ja, ich finde den Crane 3 finde ich sehr interessant. Der steht bei mir zum Beispiel auf der Wunschliste. Der hat hinten nochmal so einen Extragriff, also der hat einmal diesen Stab, was dann hinten nochmal diesen Extragriff. Und den finde ich sehr cool, weil du kannst dann mit dem Daumen schön alles machen und du hast immer dann schön die Stabilität. Und den finde ich sehr, sehr interessant, ja. Ja, finde ich auch interessant. Also wir haben ja den Crane 2 von den Einhand-Gimbals her immer noch mein Lieblingsgerät. Und ich hatte auch in den Webill ja viel Hoffnung gesetzt und muss sagen, so ja, medium geil. Den Crane 3 finde ich auch super interessant und hoffe auch, dass ich den demnächst mal irgendwie testen kann, weil das wäre vielleicht sogar
vielleicht eine Anschaffung wert. Aber ich sag mal wirklich, vielleicht, wenn es wirklich sein soll. Wieder was zum. Ja, ich bin auch am liebsten. Ich meine Liste, ich habe sie irgendwann in eine Ecke geschmissen, weil die wurde zu lang. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich jetzt fokussieren auf das Wesentliche und ja, dass man so das Wichtigste zu Hause hat und dann, oder generell hat das meiste leih ich mir dann auch zusammen. Weil, ja, das reicht einfach für den Anfang. Cool, also Gimbal Crew, wenn er jemanden braucht, der sich super auskennt mit Gimbals, dann geht man natürlich sofort zu Supersteady, holt sich da die Leute, die Fachleute, die dann richtig coole bewegte Aufnahmen im bewegten Bild machen können und dann fühlt man sich dann auch bewegt. Ich würde gerne zum Schluss nochmal so eine Schnellfragerunde machen und zwar würde ich gerne einfach, dass du die folgenden Fragen einfach oder folgenden Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Ja, ich probier's. Also er ist müde, ja, also nehmen wir so. Erste Frage. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Energy Drinks oder Kaffee, ein cooles Team und ein Auto. Und ein Auto, okay. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Einen geilen Autofokus, eine native ISO von 12.000 ja, und einen wechselbaren Mount. Dein Lieblingsbuch ist? One Day at a Time. Dein Lieblingszitat ist? Just push right back. In 5 Jahren werden Videos? Noch mehr Auflösung haben. Dein Vorbild ist? Früher mal Tom Welsh, ich bleib dabei. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, E-Mail-Adresse? Supersteady.de. Super ohne E, also Supersteady. Okay, also super ohne E, steady.de und dann könnt ihr ihm auf jeden Fall mal schreiben und auf jeden Fall würde ich sehr empfehlen, schaut mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, super interessant, richtig cool, ehrlich, wie gesagt und ja, ich bin eigentlich am Ende und hat mich richtig gefreut, dass du für mich heute Zeit hattest, auch wenn du noch müde bist und trotzdem war ein cooles Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, ja, danke fürs Interview, ich bin auch auf jeden Fall fertig, aber ich muss jetzt tatsächlich den Tag erstmal starten, so richtig, ich muss mal ein bisschen durch die Mails gehen. Ja, aber danke dir auf jeden Fall. War schön.